Trotz eiskaltem Regenwetter hier im Havelland scheuen wir uns natürlich nicht, einen weiteren Vergleich für euch zu drehen. Wir haben heute zwei Familienvans, einmal den BMW 2er Grand Tourer und die Mercedes B-Klasse. Ganz so fairer Vergleich vielleicht. Wir haben einmal die B-Klasse und den Grand Tourer. Der direkte Konkurrent von der B-Klasse, von der Größe her, wäre wahrscheinlich eher der Active Tourer. Aber ich habe vorhin auch nochmal nachgeschaut und auch bei Autoheber vorbeigeschaut. Auch gerade beim Preis, gerade bei dem Active Tourer und dem Grand Tourer, machen die gar nicht so viel Unterschiede. Das heißt, man ist eben in der Wahl, nehme ich jetzt die B-Klasse oder nehme ich den Grand Tourer. Wenn wir sie von außen anschauen, wir bewerten ja unsere Autos immer in vier Kategorien. Einmal in der Optik, im Fahrgefühl, in den monatlichen Kosten und im Platzangebot. Und wenn ich von außen anschaue, die sehen sich schon sehr ähnlich. Du merkst, okay, der Grand Tourer ist noch mal ein Stück größer, weil es eben der Grand Tourer ist, deswegen die größere Variante des Active Tourers. Beide mit einer sehr flachen Schnauze nach vorne. Und auf den ersten Blick könnte ich gar nicht genau sagen, was ich schöner finde. Ich finde, der Mercedes noch etwas eleganter. Der BMW hat immer so eine Haischnauze vorne, was ich nicht ganz so schön finde. Das Problem ist nur, das Image der B-Klasse. Wenn ich an B-Klasse denke, denke ich hier an Ingrid und Horst, die vorne am Steuer sitzen und über 80 mindestens sind. Deswegen, das Image ist nicht ganz so gut, aber wir wollen ja wissen, was der bessere Familien werden. Also gerade für eine Familie hast du eben viel Platz mit Kindern hinten drin und auch beide sehr zuverlässige Autos. Deswegen perfekt für eine Familie. Ich bin heute aber alleine und wir schauen uns die beiden direkt mal von innen an. Und gerade hier innen in der B-Klasse bin ich extrem überrascht. Also ich hätte nicht erwartet, dass er so modern aussieht, dafür, dass er ein 2016er Baujahr ist. Ich glaube, das macht so die Farbkombi. Also wir haben hier sehr viel Schwarz, wir haben hier auch so Softcover hier oben drauf. Sehr viel Schwarz, Anthrazit hier in der Mitte, zusammen mit dem Chrom. Sieht so extrem hochwertig aus, weil es auch nur so zwei Farben sind. Du hast hier nicht noch irgendwo ein Braun oder ein Beige mit drin. Auch hier das Lenkrad, ich habe alles echt schön eingebaut, habe gute Knöpfe. Und wenn ich einmal die Zündung anmache, sehen wir auch hier das digitale Display im Tacho, was auch eine super Kombi ist. Ich habe hier die analoge Ansicht und das digitale, kann ich hier alles mögliche anzeigen lassen. Auch hier in der Mitte vom Entertainment her hast du auch so ein Dunkelmodus, Dark Mode, was auch wieder sehr modern einfach aussieht, dafür, dass es einfach eine sehr alte Software für Mercedes eigentlich ist. Auch hier das Gebläse sieht voll modern aus. Also das sieht man fast schon in den neuesten Mercedes-Modellen noch so. Und das ist richtig cool und gibt von mir deswegen auch. Erst von außen ist vielleicht keine 5 von 5, aber so insgesamt von der Optik würde ich sagen 4 von 5 Sterne. Und im Vergleich hier jetzt im BMW, im ersten Eindruck sieht auch ganz gut aus. Also gerade von den Farben finde ich es gut mit dem Schwarz, mit dem etwas Chrom und dem hellen Grau. Sieht wieder sehr modern aus. Doch beim genauen Hinschauen sieht alles nicht so ganz hochwertig aus wie beim Mercedes. Und es hat verschiedene Punkte, die ich einfach nicht so, die eher so ein Minuspunkt sind. Gerade einmal das hier unten, die Armlehne, finde ich einen riesen Minuspunkt. Finde ich extrem hässlich. Du hast zwar viel Platz, also praktisch ist es schon, aber es sieht nicht so cool aus. Und vor allem auch hier beim Tacho. Wir haben zwar hier in der Mitte, ich mache es dafür einmal an, so ein mini-digitales Display, aber kein Vergleich natürlich dazu im Mercedes. Und sieht insgesamt sehr eckig, sieht nicht so modern aus, nicht so neu. Auch hier in der Tür, wenn du hier mal schaust, ist es auch hier viel Kunststoff, was auch nicht so hochwertig aussieht. Dafür hast du hier in der Tür Stoff mit einem ganz schönen Muster, ganz schlichtes Muster, das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber auch im Multimedia-System. Ich check da bei BMW nicht so ganz durch. Ist irgendwie alles so verschachtelt und wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt in Radio gehen, muss ich erst noch auswählen, was FM und dann kann ich vielleicht den Radiosender und es ist alles nicht so übersichtlich. Deswegen, ich finde es von der Optik her nicht nur im Innenraum nicht so schön, sondern auch von außen. Habe ich vorhin schon gesagt, ist der BMW auch so mit seiner flachen Schnauze nicht so mein Fall. Ich schwanke so zwischen 2 und 3 Sterne. Er ist immer noch sehr hochwertig und gerade BMW-Lover sozusagen werden es voll gefallen. Das ist vielleicht auch eher Geschmackssache, aber ich würde ihm 3 von 5 Sterne geben. Und wenn wir uns die beiden mal vom Heck anschauen und dann auch direkt zum Platzangebot kommen, weil wenn wir jetzt hier einmal jeweils den Kofferraum aufmachen. Beide ziemlich schwere Kofferräume. Sehen wir, okay, wir haben ganz schön viel Stauraum. Auch hier unten unter dieser Ablage lässt sich echt viel verstauen. Und zwar ist gerade für eine Familie echt gut. Bei beiden ist die Ladekante ziemlich weit unten, finde ich. Also angenehm zum Hochreichen. Und Mercedes hat echt nicht so viel Platz im Kofferraum. Was man damals dazu auswählen konnte, ist, du kannst hier tatsächlich noch eine dritte Sitzreihe einbauen. Und du kannst dann hier von hier unten nochmal 2 Sitze rausholen und hast dann einen 7-Sitzer. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, gerade für eine große Familie. Und auch selbst, wenn ich mir das Vorarm anschaue, die Rückbank, habe ich tatsächlich auch
hier im BMW etwas mehr Platz. Und eine weitere Besonderheit im BMW, durch die dritte Sitzreihe, die man einbauen kann, kannst du auch hier vorne die Sitze verschieben, damit die hier hinten halt eben genug Platz haben. Heißt aber auch gleichzeitig, wenn ich variabel sein möchte, kann ich hier einfach den Sitz nach vorne machen und habe auch noch mehr Kofferraumplatz. Das ist wirklich ein großer Pluspunkt für den BMW. Und zum Thema Familienauto. Wir haben hier nochmal ein Ablagenetz und sogar hier unten nochmal. Das ist echt praktisch. Wie gesagt, wir müssen dazu sagen, es ist auch ein Grand Tourer. Das heißt, beim Active Tourer wäre es wahrscheinlich ähnlich. Aber wir haben eben hier den Vergleich zwischen Grand Tourer und B-Klasse. Und deswegen bekommt der BMW von mir 5 Sterne tatsächlich fürs Platzangebot, weil wir auch zusätzlich nochmal 2 Sitze reinbauen können. Beim Mercedes, da wird es schon echt eng, vor allem wenn du zu 5 in Urlaub fährst. Deswegen bekommt er von mir 4 Sterne fürs Platzangebot. Aufgehört, das ist bloß noch dunkler geworden. Ja, das ist immer so an den Regentagen, da wird es so schnell dunkel, dann kommt man gar nicht mehr zum Fahren so richtig. Zur Not machen wir eine Nachtfolge, ist ja auch nicht so schlimm. Aber zum ersten Mal in einer B-Klasse fühlt sich ehrlich gesagt jetzt nicht viel anders an als irgendein anderer Mercedes. Es ist wie immer ein sehr angenehmes Fahren. Ich finde allgemein, es fühlt sich wirklich wie in fast jedem anderen Mercedes. Das haben sie sich echt sehr ähnlich. Also das ist ein sehr angenehmes Lenkrad, weich, aber trotzdem mit genug Widerstand, um gut fahren zu können. Schaltung funktioniert echt gut. Ich habe jetzt kein großes Haken oder sonst irgendwas, um Rückwärtsgang zu kommen. Muss man das hier einmal hochheben und dann den Rückwärtsgang. Das funktioniert also auch alles echt gut. Wie gerade auch schon gesagt, ich bin echt Fan von der Innenausstattung, also von dem Aussehen hier, was echt schlicht gehalten ist und sieht deswegen auch noch ein Stück neuerer aus und modernerer aus, als man denkt von dem 2016er Baujahr. Deswegen finde ich es echt nicht schlecht. Und auch so, wenn ich jetzt nur mal gerade ausschaue und vielleicht noch auf dem Tacho, fühlt es sich an, als wäre ich in einem ziemlich modernen Auto. Also machst du echt nichts falsch, wenn du einen Gebrauchtwagen holst, beziehungsweise einen älteren, einen 2016er Modell. Wir haben zwar hier ein Familienauto, aber was ich immer schön am Anfang teste, unsere nasse Bedingungen, aber wie ist er denn von der Beschleunigung? Ja, okay. Wir bleiben mal dabei, er ist ein Familienauto. Er hat natürlich nicht viel Leistung. Wir haben nämlich hier 110 PS. Das ist eigentlich sehr wenig sogar. Und dafür, dass es so wenig ist, merkt man es aber nicht, würde ich sagen. Also natürlich in der Beschleunigung, klar. Aber wann beschleunigst du mit deinem Familienauto groß mal irgendwie von 0 auf 100? Das passiert sowieso selten. Und dafür, dass er eher wenig Leistung hat, geht er echt gut so auf der Landstraße. Fühlt sich jetzt nicht so an, als hätte ich jetzt voll das Problem, dass er mir zu wenig Leistung hätte. Was sehr angenehm ist und was einen sehr freut, gerade für die Autobahn, wir haben hier ein 6-Gang-Getriebe. Das heißt, ich kann hier bis zum 6. Gang hochschalten, fahre also bei 120 mit etwas über 2000 Umdrehungen, was sehr sehr entspannt macht. Also Windgeräusche sind nicht super laut. Das heißt, auch für die Autobahn ist hier super entspannt und ich habe echt wenig auszusetzen hier drin. Noch ein guter Punkt für die Autobahn, ich habe hier ein Tempomat und einen Limiter. Das heißt, ich kann hier auch ganz entspannt auf 100 steuern und einfach mich treiben lassen. Wenn wir zum Einparken kommen bei der B-Klasse, da habe ich sogar auf der Suche nach einem Parkplatz, steht hier sogar direkt noch eine andere B-Klasse. Dieser Rundumblick. Raus wird es ein bisschen eng. Allgemein finde ich, ich sehe extrem schlecht hier drüber. Du hast eine sehr lange Schnauze und ich habe keine richtige Einschätzung, wo er aufhört. Wenn ich jetzt einmal hier rückwärts einpacken möchte, ich habe keine Rückfahrkamera, aber ich habe Abstandssensoren. Was ich bei Mercedes auch irgendwie seltsam finde bei den Varianten, du hast diese Abstandssensoren hier vorne mit den Lichtern und hinten, ich sehe im Rückspiegel, sehe ich dann die Lichter, wie weit ich noch entfernt bin. Je ich komme, desto mehr bauen sich hier hinten die Lichter auf und es piepst aber erst, wenn ich wirklich sehr nah dran bin. Im Schulterblick sehe ich genug, ich sehe hier vorne gut raus, ich habe insgesamt einen okayen Überblick. Front nervt mich ein bisschen, weil ich jetzt schwierig einschätzen kann, wie weit es geht, dadurch, dass die Frontscheibe so weit nach vorne geht. Ist es ungeschickt und auch hinten rechts der tote Winkel ist auch ziemlich groß durch die letzte Säule. Deswegen, ja, von der Übersichtlichkeit würde ich da jetzt nicht allzu viele Punkte vergeben. Beim Verbrauch ist er angegeben mit 4,1 Liter kombiniert. Das ist schon sehr krass. Wir haben ja auch hier den Diesel. Ich weiß nicht, ob er da hinkommt. Ich habe jetzt hier natürlich auch extrem schlechte Voraussetzungen. Es regnet, ich habe Winterreifen drauf. Ich glaube, auf jeden Fall kannst du ihn unter 5 Liter fahren. Da bin ich mir sicher. Ob er die 4,1 schafft, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber zwischen 4,5 und 5 Liter Verbrauch ist es aber auch echt gut. Und dadurch kommen wir auch zum Fahrgefühl. Er fährt sich wie ein Mercedes. Und ein Mercedes ist dafür bekannt, meiner Meinung nach, dass ich hier richtig angenehm fahren kann, eine tolle Lenkung habe, ein tolles Fahrgefühl. Deswegen bekommt er von mir fürs Fahrgefühl. Er überrascht mich jetzt nicht, er haut mich jetzt nicht um. Aber er gibt mir auch echt wenig zum Aussetzen. Deswegen würde ich sagen, 4 von 5 Sterne.
jetzt zum ersten Mal im BMW und was ich krass finde, man merkt direkt, dass man im BMW sitzt. Genauso wie im Mercedes habe ich direkt gemerkt, okay, er fährt sich halt einfach wie im Mercedes. Und hier merke ich, er fährt sich einfach wie im BMW. Alles ist so ein bisschen härter, die Kupplung ist ziemlich hart zum Reindrücken, die Schaltung ist härter als beim Mercedes. Und auch die Lenkung ist irgendwie nicht so, also ist auch mit mehr Widerstand und etwas härter als beim Mercedes. Alles erfordert also so ein bisschen mehr Kraft. Bedeutet aber auch gleichzeitig, dass es auch einfach nicht so angenehm ist. Was ich aber mal testen möchte, hier unten kann ich Sportmodus anmachen. Dann sieht man hier, ich bin jetzt im Sport und dann gebe ich mal Gas. Ja, es ist sehr ähnlich wie bei Mercedes. Die haben beide halt einfach keine Power. Also das ist auch das Modell hier. Das hat 115 PS, der Mercedes hat 110 PS. Du kommst halt einfach nicht wirklich voran. Reicht vielleicht zum Überholen, aber auch nur mit viel Schwung. Da darfst du selbst beim BMW nicht an einen Sportwagen denken. Und da brauche ich auch keinen Sportmodus anmachen. Kann eher auf Komfort stellen oder vielleicht sogar auf Eco Pro. Und auch gleich mal testen, wie viel er wirklich verbraucht. Ah, und er zeigt mir auch an, wie viel Kilometer ich sozusagen dadurch gewonnen habe durch mein entspanntes Fahren. Das ist eine ganz lustige Sache eigentlich. Da hat BMW eben gemerkt, das ist halt kein Sportwagen, sondern es ist ein Familienvan und dafür ist er auch gemacht. Ich will ihn ja auch überhaupt nicht bewerten als Sportwagen. Man muss sich halt nur im Klaren sein, es ist das, wonach es aussieht. Also es ist ein Familienvan. Vom Raumgefühl fühlt es sich alles so ein bisschen größer an als beim Mercedes. Aber auch für meine Verhältnisse, klar, das ist angenehm, dass ich hier mehr Platz habe, aber der Weg ganz nach vorne ist so ewig. Das sieht man ja auch von außen, dass es so sehr flach ist. Aber das bedeutet auch gleichzeitig, dass ich halt ganz schwer nach vorne sehe und weiß, wo das Auto aufhört. Plus ich habe natürlich auch einen größeren toten Winkel hier nach vorne und sehe halt nicht, ob jetzt hier noch irgendwie ein Pöller oder so steht. Das ist für beide ein negativer Punkt, aber im BMW nochmal stärker. Das, wenn ich jetzt mal runterschalte, dann gehe ich sogar in den Sportmodus rein. Jetzt mal auf der Autobahn überhole. Ja, doch. Man kann schon überholen. Auf der Autobahn ist es nicht nervig, dass du jetzt 115 PS hast. Windgeräusche werden ziemlich laut, sobald man schneller wird. Das ist nervig. Wir haben ja auch die schlechtesten Voraussetzungen gerade. Schade, dass ich alles so schlecht reden muss, aber irgendwie sind alle Punkte halt einfach nicht so geil. Also alles, was mir so auffällt, sind eher negative Punkte. Es ist ein nettes Auto, es ist ein Konkurrent zum Mercedes. Ich würde sagen, vom Fahrverhalten aber nur eine Alternative, weil man BMW irgendwie mehr mag. Jetzt einmal ins Parken im BMW. Dieser rechte Seitenspiegel klappt sich automatisch runter, damit ich zum Beispiel den Bordstein sehen kann. Wir haben hier natürlich ein großes Auto und eine Rückfahrkammer ist es natürlich ungeschickt. Ja, genau. Oh, sehr gut, die haben sie sehr spät erkannt. Auf jeden Fall sieht man hier ganz schön durch die Anzeige, wie weit wirklich was weg ist und auch von wo das sozusagen ist. Übersichtlichkeit. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich dachte, ich hätte hier vorne einen viel größeren toten Winkel. Gerade durch das Fenster dazwischen macht es eigentlich ziemlich weg. Also man kann es komplett ausblenden. Und das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich hätte es mir viel schlechter vorgestellt. Um die Bewertung zu kommen vom Fahrverhalten, er fährt sich trotzdem noch entspannt. Also das auf jeden Fall. Aber wenn ich es vergleiche zum Mercedes, wenn man jetzt kein BMW-Fan ist, würde ich sagen 3 von 5 Sterne.